Hi, ich grüße dich, hier ist Steffen Kirchner. Heute verrate ich dir, wie du aufhören kannst, dich ständig mit anderen Menschen zu vergleichen. Denn es gibt so einen Spruch, der heißt, der sicherste Weg zum Unglück ist der Vergleich mit anderen. Und so ist es auch. Wer sich die ganze Zeit mit anderen vergleicht, macht sich total unglücklich, wird unsicher, wird ja, von Selbstzweifel geplagt. Denn über die Leistung der anderen hast du keine Kontrolle, du hast keinen Einfluss darauf. Und ehrlich gesagt, es gibt immer irgendeinen in der Welt, der besser ist als man selber. Ich erzähle dir am besten einfach mal eine kleine Geschichte aus meinem Leben, durch die du lernen kannst, wie du aufhören kannst, dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Es war vor vielen Jahren und ich stehe in einem heißen Wüstensand in Südamerika. Ich bin ein sportbegeisterter Mensch und ich war dort im Urlaub und wollte mir dort mal anschauen, wie dort Sport unterrichtet wird. Ich war in einer Sportschule eingeladen. Eigentlich, ich glaube, es war sogar eine normale Schule, ich kann es nicht genau sagen, auf alle Fälle hatten die Kinder zumindest Sportunterricht. Und es war so eine Klasse, naja, nicht so wie man das bei uns vielleicht jetzt so kennt, wo alle so mehr oder weniger ungefähr gleich groß und gleich alt sind, sondern es war wie so eine Art, na, wie wenn die halbe Schule irgendwie Sport machen würde. Da waren also kleine Kinder, da waren große Kinder, da waren manche, die waren so gefühlt vielleicht 10 und manche, die waren schon eigentlich haben ausgesehen wie 16 oder 17. Und die hatten Sportunterricht und gehen zusammen zu einer Art Laufbahn. Bei uns wäre das wie so eine 100-Meter-Bahn gewesen. Bei denen gab es aber jetzt keine richtigen Markierungen, wo man sagte, okay, hier geht's los, da ist die Ziellinie. Es gab keine Start- und Ziellinie in dem Sinn. Aber okay, ich habe mir das angesehen. Alle möglichen Kinder stehen dort bei der Art von Start. Der Sportlehrer, es waren zwei eigentlich genau, waren große, schwarze Männer, die richtig dunkle Augen hatten, die auch richtig fit ausgesehen haben. Und die standen eben so in ja, roundabout 100 Metern gefühlt, standen die am anderen Ende dieser Strecke, die ja überwiegend so aus Sand bestand. Und dann irgendwann haben die so einen Schrei losgelassen und haben so einen Startschuss gegeben und die Kinder, meistens so 5 bis 6 Kinder an der Zahl nebeneinander, wusch, laufen los und laufen um die Wette bis zum Ziel. Und dieser Sportlehrer hat diesen Startschrei, dieses Startsignal immer in relativ schnellen Abständen hintereinander gegeben. Das heißt, die Kinder waren noch gar nicht im Ziel, die gelaufen waren, hat er schon wieder den nächsten Startschuss gegeben und die nächsten Kinder liefen los. Und es ging in einer unglaublichen Frequenz dahin. Ich habe mir das angeschaut, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten. Danach gehe ich zu diesem Sportlehrer, der immer geschrien hatte, hin und stelle mich bei ihm vor und sage, hi, mein Name ist Steffen, ich komme aus Deutschland, ich bin jemand, der im Sport arbeitet. Mich würde mal interessieren, wie messt ihr hier denn, wer hier gewinnt? Und der guckt mich mit seinen großen schwarzen Augen vollkommen verdutzt an und sagt, wozu? Dann sage ich, naja, also, ich meine, die Kinder laufen ja um die Wette, ne? Man muss ja irgendwie feststellen, wer hier der Sieger ist. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, natürlich laufen die um die Wette, aber doch nicht gegen andere, sondern gegen sich selbst. Wie die gegen andere abschneiden, das messen wir hier gar nicht. Und da ist mir klar geworden, holy shit, es gibt in anderen Ländern, in anderen Kulturen eine ganz andere Herangehensweise an Erfolg und an Leistung. Natürlich ist es interessant, wie ich vielleicht im Vergleich zu jemand anderem abschneide und gerade in der Welt des Spitzensports wird ja genauso im Vergleich gemessen. Und natürlich auch in der Wirtschaft ist es entscheidend, wenn du ein Unternehmen vielleicht hast, natürlich sind wir im Wettbewerb mit anderen, aber die Frage ist, ob du dich selbst auch noch auf dieser Basis die ganze Zeit bewerten willst oder ob du nicht ein anderes, besseres Bewertungskriterium findest. Man kann ja nicht verhindern, dass andere Menschen einen im Vergleich zu anderen bewerten. Nur für dein eigenes Gefühl ist es wichtig, dass du neue Bewertungskriterien findest. Und deswegen möchte ich dir jetzt mal 3, 4 Tipps mitgeben, wie du dich in Zukunft besser bewerten kannst, ohne dich ständig mit anderen zu vergleichen. Denn das Problem der meisten Menschen ist, dass sie sich mit anderen vergleichen, weil sie kein anderes Vergleichs- und Bewertungskriterium weder gelernt noch für sich festgelegt haben. Deswegen mein Tipp für dich. Punkt Nummer 1. Vergleiche in Zukunft dich mit dir selbst in dem Sinne, dass du vergleichst, was tue ich? Also was ist die Tätigkeit? Was sind die Dinge, die ich ab sofort tun muss? Tue ich das, was zu tun ist?
Was habe ich gestern getan? Was tue ich heute? Was tue ich morgen? Tue ich heute die gleichen Dinge, wie ich sie in der Vergangenheit gemacht habe? Oder mache ich schon bessere Dinge? Es geht noch nicht um die Qualität, sondern nur die Art und Weise der Dinge, die zu tun sind. Sind das die Dinge, die ich in der Vergangenheit getan habe? Ist das gut so oder ist das schlecht so? Vergleiche dich in dem, was du tust jeden Tag. Also die Art und Weise deiner Gewohnheiten. Das ist Bewertungskriterium Nummer 1. Bewertungskriterium Nummer 2 ist, dass du dir bewertest, wie tue ich das? Also die Qualität. Wie gut mache ich das? Auf einer Skala von 0 bis 100%. Mit wie viel Qualität habe ich das jetzt heute gemacht? Und mit wie viel Qualität habe ich es morgen dann gemacht? Oder habe ich es gestern gemacht? Das heißt, es geht auch gar nicht darum, zum Beispiel jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Das ist auch so ein Quatsch, der immer rum erzählt wird. Versuch jeden Tag ein bisschen besser zu sein, als du gestern warst. Ganz ehrlich, nicht jeder Tag ist gleich. Und heute ist vielleicht mein Tag deutlich schlechter, als mein Tag gestern war. Und dafür gibt es verdammt nochmal einfach auch manchmal Gründe. Denn im Leben passieren manchmal Dinge und es kommen Lebensphasen, auf die du keinen Einfluss hattest. Und es ist vielleicht gar nicht immer möglich, die Treppe immer weiter nach oben zu gehen und jeden Tag immer besser zu werden, als man gestern war. Bewerte dich fair. Bewerte dich an deinem heutigen Leistungsoptimum. Was sind deine heutigen 100%? Und meine 100% von heute sind vielleicht so groß. Meine 100% von gestern waren vielleicht so oder vielleicht auch so. Das ist egal. Ich bewerte mich an meinen heutigen möglichen 100%. Das Problem der meisten Menschen ist, dass sie glauben, sie würden 100% geben, aber eigentlich geben sie nicht wirklich 100%. Denn ihre 100% von heute sind vielleicht eben nicht die 100% von gestern. Und heute sind ihre 100% vielleicht ein bisschen mehr sogar als die 100% von gestern. Und dann hören sie bei den alten 100% auf, sind aber eigentlich erst bei 80. Oder auch andersrum, dass die gestrigen 100% deutlich höher waren als die heutigen 100%. Und weil sie dann irgendwann auf dem Weg dorthin merken, da komme ich heute nie mehr hin, ich kann das nicht, hören sie bei 50% auf. Obwohl sie heute bis hierhin hätten kommen können und somit heute ihr Optimum hätten herausholen können. Also, mit welcher Qualität machst du die Dinge? Hast du die Dinge heute so gut gemacht, wie du sie maximal machen konntest? Bist du heute an dein heutiges persönliches Limit gegangen? Das ist das sinnvolle Bewertungskriterium Nummer 2. Und damit kommen wir zum Bewertungskriterium Nummer 3. Also es geht nicht nur darum, was du tust und mit welcher Qualität, also wie du das tust, sondern auch wie oft du das tust. Eine Frage der Frequenz. Denn es ist total wichtig, dass du konsequent Dinge in einem bestimmten Rhythmus machst. Das Gesetz des Rhythmus ist ein universelles Erfolgsgesetz im Leben. Und es besagt, dass alles im Leben bestimmten Rhythmen folgt. Welchen Rhythmus von bestimmten Dingen brauchst du, um erfolgreich zu werden? In welcher Frequenz musst du bestimmte Dinge tun? Musst du manche Dinge stündlich tun, täglich tun, monatlich tun? Leg den Rhythmus fest und definiere, ob du für dich auch diesen Rhythmus eingehalten hast. Das ist Bewertungskriterium Nummer 3. Und wenn du mit diesen drei Bewertungskriterien jetzt durch dein privates oder auch dein berufliches Leben gehst, verspreche ich dir, dass dein Fokus nur noch bei dir ist. Du hast gar keine Zeit mehr links und rechts zu schauen, weil du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, deine eigenen Kriterien zu erfüllen. Und das behält deinen Fokus bei dir, deine Aufmerksamkeit bei dir. Und das Schöne ist, hier bist du in der Kontrolle. Control the controllable, so sagen wir es im Sport. Kontrolliere das, was du kontrollieren kannst. Control the controllable. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Erfolg. Und wenn du Lust hast, diesen Kanal zu abonnieren, weil dir dieses Video geholfen hat, weil es ein guter Input für dich war, dann abonniere jetzt den Kanal und teile das Video mit vielen anderen und schreib mir gerne auch deine Meinung zu diesen Punkten unten in die Kommentare. Lass uns darüber diskutieren und wenn du noch eine Frage hast dazu, schreib sie natürlich auch gerne unten in die Kommentare. Mein Team und ich werden dir dann gerne natürlich weiterhelfen. Jetzt viel Erfolg und mach's gut. Ciao, ciao.